Randall, der Abfluss ist schon wieder dicht. Denk bitte dran, das Sieb einzusetzen, wenn du dir die Augenbrauen abziehst. Wirk, das sind ja genug Haare für einen ganzen 70er-Jahre-Porno. Ich muss da dringend mal rein. Ich soll glatt an meinem freien Tag zur Arbeit kommen. Nicht zu fassen. Randall? Was? Was haben Sie für ein Problem? Bis eben war es ein verstopfter Abfluss, aber der kommt jetzt nicht mal mehr in die Top 5. Wer sind Sie? Ich habe die Appartement für die Wochenende gemietet. Fragen Sie die Zombie, okay? Was Sie nicht sagen. Randall? Hi. Wieso sitzt da ein Yeti auf meiner Toilette? Ach, das mache ich jedes Jahr zum Yeti-Kongress. Ich vermiete mein Zimmer und ziehe in den Van. So kann ich das Geld verprassen. Du wohnst in dem Van? Na, besser als mit irgend so einem Yeti. Haben Sie meinen Rasierer benutzt? Mais oui, der Zombie-Mann sagte ausdrücklich, alle Nebenkosten eingeschossen. Das zählt nicht zu den... Es wäre doch das Mindeste, dass Sie hier in der Wohnung Shorts tragen. Sieh an, da will wohl doch jemand zur Arbeit kommen. Aber heute ist mein freier Tag. Das hatten wir doch schon vor Monaten besprochen. Daran würde ich mich ja wohl noch erinnern. Ich habe eine Mail geschickt. Nein. Ein Memo. Nein. Ein Einschreiben. Ist ja gut. Wir wollen Lennart einfach nicht die Leitung der Abteilung überlassen. Das ist ein Überwachungsvideo vom letzten Mal, als Lennart hier allein war. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Er war plötzlich da und verlangt seitdem, mit Nicole zu sprechen. Hä? Ich weiß schon, das sagte ich ihm. Oh, ich glaube, sie ist auf der anderen Leitung. Hallo, Nicole? Oh, ich dachte, es wäre jemand anders. Ja, das stimmt. Ich bezahle wirklich zu viel für die Krankenversicherung. Sicher bleibe ich dran. Das geht noch 20 Minuten so weiter. Klar, er braucht eben Starthilfe. Dann bin ich raus. Ansonsten könnten Sie immer noch den Rest der Abteilung wieder einstellen. Das wissen Sie auch, oder? Niemals! So, und du stammst aus welchem Land? Ja, fangen wir doch mit einfacheren Fragen an. Mal sehen. Mann oder Frau? Wenn nicht anwendbar, weiter mit Frage 12. Frage 12. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals ein Mitglied der Zombie-Partei? Halt mal. Was? Oh, das Antragsformular ist falsch. Na, endlich bist du hier. Mark, darf ich ganz kurz mal unter vier Augen mit dir reden? Offensichtlich hat es weder Augen noch Ohren. Tatsache ist leider, meine Arbeitsleistung ist hier schon seit über 3 Jahren gleich null. Was haben Sie mit den Akten gemacht, bevor ich hier war? Die meisten habe ich einfach aus diesem Fenster geworfen. Oh, sieh mal an. Stimmt wirklich. Blob, 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 blob. Okay, so. Zuerst müssen wir jetzt mal rausbekommen, was es genau ist. Bist du gerade größer geworden? Ich wusste kaum noch, wo es aufhörte und Lennart anfing. Alles okay? Ist es eine Schande zu sagen, es war wunderbar? Ich schätze, dann sollte ich doch hier bleiben. Ach, Unsinn, geh nur. Schließlich bin ich über 500 Jahre alt, also sollte ich damit wohl klarkommen, nicht? Super, Sie haben Ihr Klemmbrett, Ihren spitzen Hut. Meine Nummer steht auf dem Kühlschrank, wenn was ist. Und da sagte ich ihr, du wusstest doch, dass ich kalt bin wie Schnee. Entschuldigung, hi. Ich will echt nicht die Spaßbremse sein, aber Partys müsst ihr vorher mit mir absprechen. Alter, du hast das geilste Klo der Welt. Also echt, eine Doppelmatratze in einem Badezimmer. Das dürfte mein Schlafzimmer gewesen sein. Oh, dann habe ich wohl gerade in deinem Bett. Sorry, Mann. Weißt du, so schlecht ist das gar nicht. Hat was vom Triebtäter. Ja, von der netten Sorte. Hey, was geht ab, Kälbchen? Schon mal einen Zombie-Mensch-Dreier gehabt? Anscheinend schon, freches Miezchen. Hat dir mal jemand gesagt, dass du zu krass rangehst? Das ist meine Art, Frauen Respekt zu zeigen. Du willst einen ganzen freien Tag verpennen, wo wir alles Mögliche hier tun könnten? Na, was denn in einem rostigen Aerostar? Nein, Mann, ehrlich, wir könnten Journey hören oder was nachstellen wie Schweigen der Lämmer. Uns einen runterholen. Was war das Letzte? Na, uns einen runterholen. Das werde ich nicht tun. Okay, damit wollte ich dich noch überraschen, weil das so super ist, mein Lieber. Denn ich weiß ganz zufällig von einem Mega-Barbecue. Das geht jetzt gerade da am Strand los. Roadtrip? Bier, Girls, alles gut. Außerdem müssen wir bis 5 den Van umparken. Also, was sagst du? Aber wir fahren nicht einfach nach Jersey, oder? Nein, 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 nein. Es geht nach New Jersey.
Was ist denn nu los? Ach, so ein blöder Zombie hat bestimmt seine Hand im Münztrichter verloren. Die Jersey-Zombies sind so scheiße. Ey! Meine Zeit ist kostbar, auch wenn ich tot bin! Hör zu, Blob. Ich will ganz offen sein. Ich hatte nicht unbedingt die allerbesten Erfolge mit meinen Fällen. Aber du wirst etwas ganz Besonderes bekommen. Ein so gut wie nicht betrunkenes Ich. Und ich habe nicht vor, dich zu enttäuschen wie all die anderen. Hast du noch Fragen, bevor wir anfangen? Oh, bedauere, so sehe ich unsere Beziehung nicht. Glücklicherweise hat jeder gute Magier immer noch ein Zauberbuch im Ärmel. Meins ist zufälligerweise die Cosmopolitan. Was darf sein? Ja, einmal das Frühstück. Sagen Sie mal, was gibt es denn an Eintopf? Kein Gehirn. Alles klar. Gibt es denn eventuell irgend... Nur ohne Gehirnersatzstoffe. Auch schön. Dann eine Tasse Ihrer leckersten Brühe, bitte. Bizarr. Gutes Hirn kriegt man hier draußen ja eh nicht. Darum habe ich immer einen Zipperbeutel voll mit. Wie kannst du dir das nur in den Mund stecken? Randall Fun Fact. Anzahl Geschmacksknospen 2. Mann, die bewegen sich hier draußen aber echt langsamer. Das nervt. Die Provinzzombies fahren noch total auf dies Geschlurfe ab. Drecksschlurfer. Das ist unser Wort. So dürfen Sie nicht reden. Ich schätze, es gibt immer noch sehr viele Vorurteile hier draußen. Muss hart sein, wieder herzukommen und es ist alles noch da. Ja, war es auch zuerst, das alles immer geheim zu halten. Heute ist das total easy. Ja. Natürlich. Dich mit der Gabe des Sprechens auszustatten, wird einen weit helleren Geist erfordern als unseren, mein Freund. Doch zum Glück habe ich Beziehungen. Verstehen Sie, Mr. Hawking, wir dachten uns, dass nur jemand von Ihrer überlegenen Intelligenz in der Lage ist, dem Blob das Sprechen zu ermöglichen. Was meinen Sie? Selbstverständlich. Die Antwort ist in der Tat recht simpel. Basis ist eine Kaliumnitratlösung. Sie wird kombiniert mit gewöhnlichen Produkten, die in jedem Haushalt zu finden sind, wie Chlorix, Waschsoda, Kalk. Meine Voicebox! Nicht! An dem Typ gemessen klingt Wally wie Josh Groban. Na denn, Blob. Mal sehen, wie du mit dem Ding klarkommst. Ich bin nicht so gut im Treppen. Vorausgesetzt, du meintest tippen, wäre das ganz okay. Jetzt Phase 2. Nur der richtige Job macht froh. Mom, Dad, hier ist Besuch. Das ist dein Elternhaus. Wo findet die große Party statt? Du sagtest chillen. Nein, ich sagte grillen, was du immer so hörst. Randall, Schätzchen, oh nein, das ist ja so schön. Mom, Mom, komm nach, wenn du fertig bist. Fertig? Mit was? Hey, Dad. Bitte erst, wenn die Werbung kommt. Er nutzt jede Chance, alte Freunde zu sehen. Alles bleibt wie immer. Setz dich, ich hole das Fotoalbum. Vielleicht kriegen wir so Roger weg von seinem History Channel. Höre ich 1000? 1000? Versuch das nicht nachzumachen. Hallo? Yo, Leonard. Was geht ab? Mark, so eine Überraschung. Warum rufst du mich hier an? Ich nehme nur eine Auszeit im Badezimmer von Randalls Eltern. Wie läuft's mit Blob? Er hat von mir eine Voicebox gekriegt und leitet nun die Fundbüroversteigerung. 300. Bietet jemand 300? Ich habe das vollständig unter Kontrolle. Was ist das? Sind denn nur Juden hier? Oh, zu früh gefreut. Offenbar ist er ein Antisemit. Und hier ist Randall als ganz kleines Baby. Oh, seht nur das süße Hütchen. Und hier ist er in Werwolfsburg in Virginia. Und das ist ein Stückchen von seiner Nabelschnur. Wie nett. Ja, und da, wie er meinen schneidigen Helm trägt. Wie? Also, Sie kämpften im Zombiekrieg von 68? Aber ja. Wollen Sie mal meinen größten Schatz sehen? Ist er nicht wunderschön? Dummerweise konnte der Rest von ihm abhauen, aber seinen Daumen habe ich. Ja. Dieser Schwein wird niemandem mehr seinen faulen Daumen drücken. Ach, Roger, das ist doch nur ein Daumen. Schon komisch, ja?
Sie verbringen ihre Jugend damit, Zombies zu bekämpfen und ihr Sohn wird einer... Ein was? Nein, ich finde es bewundernswert, dass sie Randall so lieben, wie er ist, selbst als Zombie. So einen Moment bräuchte ich unbedingt in meiner nächsten Gruppensitzung. Sagt er, Randall ist ein Zombie? Wissen Sie was? Mal sehen, was der kalte Fleischsack so anstellt. Ich gehe nachschauen. Was sollte denn das eben werden? Was soll die Schweißfrage? Ich denke, du hast, was soll die Schweißwaage tippen wollen? Fick dich doch ins Knie. Schon recht, es wird schwerer, das misszuverstehen. Pass auf, ich habe noch einen Job für dich, sonst geht's direkt in die Abteilung Ausschuss. Vito, hey, wo hängt der Hammer? Im Schrank, wie David Carradine, mein Lieber. Was kann ich für dich tun? Ach, ich dachte, du könntest ihm hier vielleicht einen Hilfskellnerjob geben. Das kommt drauf an. Hat er denn schon Erfahrung? Männer nixen können nur wichsen. Oh, eine verwandte Seele. Das wird ganz hervorragend mit ihm klappen. Oh! Oh Mann, krass weggebombt. Geht nur zweimal die Show. Hey Vince, eins von den Hirnwürstchen in die gute Hand. Hey, und deine Eltern haben nichts gecheckt mit dem Hoodie und der Sonnenbrille? Alles cool, die denken, ich bin ein Drogendealer. Was keiner weiß, macht sie nicht heiß, klar. Hey, krieg ich noch einen Breezer? Randall, könnte ich dich im... mal ganz kurz entführen. Was gibt's, Kleines? Das klingt bestimmt wie eine dumme Frage, aber deine Eltern wissen doch, dass du ein Zombie bist. Natürlich nicht. Aber im Diner sagtest du, es wäre schwer, das geheim zu halten. Na klar, das Lügen will auch erst gelernt sein. Okay, pass mal auf. Ich finde, du solltest mit ihnen Klartext reden, denn irgendwie hab ich das grad. Oh Mann, dein Dad bringt dich voll um. Jawohl, das ist ein Schrotgewehr. Randall, Schatz, Daddy möchte kurz mit dir reden. Oh Gott, wird das ätzend. Wie konntest du uns nur ein Zombie werden, Randall? Nach allem, was wir getan haben. Sei nicht so hart zu ihm, Roger. Man sucht sich das nicht aus. Ich hab mir das ausgesucht. Ich wollte diese heiße Schnecke knallen. Und dann steht sie nur auf Warlocks. Also ein Missverständnis. Hast du mal einen Moment an uns gedacht? Ehrlich, ich hab versucht, es zu vermeiden. Du lässt mir keine andere Wahl, Randall. Komm näher, Schatz. Dein Vater sieht nicht mehr so gut. Hey, Blob. Komm, setz dich mal kurz. Ich möchte mit dir sprechen. Ich rede jetzt robotisch mit Blob. Okay. Ich mag dich, Blob. Doch ich denke, es gibt etwas, was du mir nicht sagst. Ich muss kacken gehen. Trotzdem musst du mir auch nicht andauernd alles erzählen. Hab ihn durchsucht. Ist sauber. Hey, den Glücksbringer kenne ich. Der gehörte Jimmy der Plaudertasche. Das ist lächerlich. Übrigens, ich habe gesehen, wie Carmine von ihrem Teller genascht hat. Roger! Lächeln bitte! Wenn das erst meine Kameraden sehen! Drück ab, Mom, ja? Meine Knie bringen mich um. Danke, Junge. Das verschafft mir Respekt bei den Jungs. Ach, hätte ich nur früher gewusst, dass du ein Zombie bist. Das Foto beim Veteranentreffen. Das ist ein netter Kompromiss, Ma. Gute Idee. Wir lieben dich, Junge. Auch als aasfressende Leiche. Oh, hier. Letztes Mal, als du hier warst, ist dir ein Ohr abgefallen. Ich hab's mit den anderen Sachen ins Album geklebt. Du wusstest es längst. Mütter spüren sowas. Hier ist doch deine Nase. Sie lag zwischen den Sofakissen. Die gehört mir nicht.